Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Heute ein kleines Doppelreview und zwar von Decool nochmal zwei Mini-Racer. Ja, Racer in Anführungsstrichen. Sie haben halt einen Pullback-Motor und da sind sie hier bei Decool in so eine Mini-Racing-Serie einsortiert worden. Ja, wie man hier unschwer erkennt, ein Feuerwehr-Truck und hier, ja. Würde man vom Bild her denken, auf jeden Fall ein Camper, Wohnmobil, Karawan, wie auch immer. Ja, aber hier vorne gibt es halt eine Fliese mit Druck, was sehr schön ist. Da steht Ambulance drauf. So, und das ist natürlich dann eher der Krankenwagen. Die Ambulanz in Deutsch. Ja, aber das stellt dieses Fahrzeug nicht da, aber ja, sowohl auf dem Bild als auch in der Anleitung ist diese Fliese halt auch zu nehmen und sie ist halt auch dabei. Die müsste man, denke ich, einfach mal austauschen, denn wenn man sich hinten auf der Anleitung diese Übersicht ansieht, dann sieht man, dass es hier auch wirklich eine noch mehr in die Richtung Ambulanz gestaltetes Fahrzeug gibt, eben mit einem großen Ambulance, roten Kreuz drauf und ja, hier oben dann auch irgendwo, denke ich, Blaulichter. Dementsprechend ist das natürlich die Ambulanz. Und das ist ein Karawan. Ja, aber gut, das ist jetzt nicht tragisch, denn diese Fliese kann man ja austauschen. Und ich habe sie jetzt einfach mal drauf gemacht, weil ich mir dann auch ehrlich gesagt gar nicht sicher war. Was gibt es zu den Fahrzeugen zu sagen? Also, im Prinzip, klar, sie haben den Rückzugsmotor, schnurren dadurch auch ganz gut ab. Also einen Spielwert gibt es. Die sind natürlich jetzt hier auch relativ schwer. Sie sind jetzt natürlich schon in großen Teilen hohl gebaut. Also man könnte da auch noch einiges reintun. Sie sind 4 Noppen breit. Teils natürlich mit Überbauten sind wir da irgendwo bei 5 Noppen. Und ja, das ist an sich, sind die schön detailliert. Was mir zum Beispiel bei der Feuerwehr sehr gut gefällt. Man hat hier im Prinzip Snot gebaut. Und zwar legt man hier diese Staufächer, die man eigentlich quer einbaut, die legt man halt so hochkant. Und damit hat man dann diese typischen Feuerwehrstaufächer. Also eigentlich eine super einfache, aber simple und coole Idee. Das auf beiden Seiten. Finde ich ganz toll gemacht. Und ja, hier oben drauf dieses kleine Zaunelement, so als Mini-Leiter, auch eine süße Idee. Ja, und das Einzige, was hier ja, zu bemängeln, muss man jetzt sagen, ist eigentlich zu viel des Guten. Dieser Schlauch, der wird eigentlich hier so erstmal so gelegt und dann soll er hier hinten um 90 Grad geknickt werden. Nur hier gibt es nichts, wo der halten würde. Selbst wenn man hier diese Stange noch ein Stückchen höher reinsetzt, würde das nicht dazu ausreichen, dieses Ding hier um die Ecke zu legen. Also hier müsste im Prinzip noch eine Sieklemm sein. Ist es nicht, deswegen habe ich es jetzt hier ein bisschen eingeklemmt und was mir auch nicht so ganz gut gefiel, war das doch recht luftig aufgelegte Dach, was hier hinten quasi nur gegen die Rückwand ein bisschen sich hält. Das habe ich jetzt hier mit einem 2x4 etwas höher gesetzt. Jetzt sieht das Blaulicht zwar nicht mehr so ganz toll aus, weil es nicht direkt auf dem Dach aufsitzt, aber wir haben hier ein bisschen mehr Stabilität und hier konnte ich den Schlauch dann auch nochmal einklemmen. Ja, es sind auch noch Türen auf beiden Seiten, die man öffnen kann. Das ist auch ganz schön gesetzt, ganz schön designt hier mit diesen Winkelpanels, die die Tür halt so ein bisschen höher setzen. Und hier oben drauf ist ja halt keine Noppe, deswegen kann das dann auch hier schön drauf schließen. Ja, die Front auch detailliert gestaltet, eben mit dieser gedruckten Fliese Firetruck 119. Und die Lichter hier hinten, wie sie integriert sind mit Blinker. Dann hier unten diese gelbe Pistole, die, sage ich mal, die Schlauchspritze darstellen soll. Dann hier noch eine Schlauchrolle, wo jetzt kein Schlauch oder kein Seil draufgewickelt ist, aber das ist halt einfach in dieser kleinen Ausführung sozusagen weggespart. Jeder erkennt sofort, was das darstellen soll. Ja, die Außenspiegel im Prinzip mit diesen 1x2 Plates, die ja so einen Hinge-Teil
Teil darstellen. Auch gut gemacht für die Größenordnung. Also wirklich super gemacht. Die sind stabil, die Dinger. Und die Idee mit diesen Staufächern finde ich halt richtig klasse. Dann kommen wir zu dem Wohnmobil. Nennen wir es jetzt auch so, was es dann wohl wirklich darstellt. Auch gleiche Bauart, diese Türen und die Außenspiegel. Die Front sieht nahezu identisch aus, ne? Schon ein bisschen anders. Hier gibt es noch diese roten Lichter vorne drin. Und hier gibt es halt nur die normalen Frontleuchten. Dann so ein bisschen die Farbgestaltung mit diesem roten Streifen. Das ist ja diese rote große Platte, die hier oben als Dach quasi drauf kommt. Dann dieser Aufbau. Auch nochmal wirklich schöne Teile. Die sind alle, das ist jetzt nichts, wie sagt man, das sind jetzt nicht einfach nur simple Teile aufeinander, sondern man hat sich hier schon echt überlegt, was man da nehmen kann, um das dann so schön zu gestalten. Hinten auch nochmal eine Leiter zum Aufstieg. Wenn man hier oben noch theoretisch was aufladen würde, könnte man ja hier auch wunderbar auf die Noppen noch was aufsetzen. Blinklichter und Bremslichter hier hinten. Ein kleines Rückfenster, hier nochmal etwas größeres Fenster. Das hat man hier mit diesem blauen Rahmen gestaltet. Passt aber, finde ich, eigentlich ganz schön. Was auch sehr, sehr schön gestaltet ist. Das passt halt auch wieder so zum Camper. Hier dieses kleine Sonnendach, was man wahrscheinlich auch noch ausziehen könnte. Und dann hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist im Prinzip ein 1x1 Klarsichtbrick mit so einem Händel dran, der halt auch quer gesetzt wurde hier rein und damit dann quasi diesen Türgriff darstellt. Hier nochmal so eine kleine Treppenstufe. Die Tür kann man zwar nicht aufmachen, aber es sieht halt wirklich so aus, als könnte man es öffnen. Das ist sehr schön gestaltet, finde ich. Also ich muss sagen, diese Wagen aus dieser Serie hier gefallen mir alle durchaus. Ich werde dazu nochmal ein zweites Review machen. Achso, hier zeige ich euch nochmal. Also hier seht ihr, hier ist nichts, wo man diesen Schlauch hier um die Ecke legen könnte. Also das, was ich sich hier optisch vorstellen, das funktioniert eben nicht. Und man sieht auch hier diese Bars hier hinten, die sind nicht höher gezogen als das Dach. Also die schließen quasi hier vorne ab. Das heißt, hier ist keinerlei Halt, wie dieser Schlauch da halten könnte. Also das ist einfach ein Designfehler, sage ich jetzt mal. Hier hinten drauf seht ihr, was es sonst halt noch gibt. Und da habe ich, glaube ich, noch diesen hier, diesen rot-gelben. Und ich glaube, dieser blau-weiße, die sind noch, die werde ich euch nochmal zusammen vorstellen. Und hier sieht man sogar, dass es hier vom A-Team noch den Van gibt. Also es gibt, glaube ich, so 2 Vierer-Packs. Genau, kommt hin, das sind 8 Modelle. 2 Vierer-Packs, die es da Minimum von gibt, von Decool. Und ja, ich finde die auf jeden Fall gelungen. Man baut auch schon eine Kleinigkeit dran. Und weil es halt auch so liebevoll aufgebaut wird. Und wenn man jetzt hier von, versuchen wir mal das Dach runterzunehmen. Ja, das geht auch im Prinzip. Hier sieht man, dass das mit diesen Winkelplates gestaltet ist. Und da sind dann halt nochmal diese Schrägen draufgesetzt. Und dann sieht man, ja, okay, es ist innen drin schon hohl. Aber halt auch wirklich hier mit Snot gearbeitet. Und ja, es hat ein wirklich gutes Design. Also für diese eigentlich ja 4 Noppen Breite ist das absolut gelungen, finde ich. Ja, dann stellen wir sie nochmal hin zum Abschlussbild und dann würde ich sagen, soll es das für dieses Review gewesen sein. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Bis bald, ciao.